Qigong und sexuelle Enthaltsamkeit. Huiuiuiui. Worum geht's dabei genau? Ist das was, was für dich wichtig ist, von Belang ist, oder kann dir das komplett egal sein? Genau darum geht's in diesem Video, ein spannendes Thema, sozusagen das Zölibat des Qigong. Mein Name ist Corno, ich bin nicht zölibatärer Qigong-Lehrer hier im Qigong-Club auf YouTube. Freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Und heute nehmen wir uns diesem Thema an. Genau, dann legen wir mal los. Ach ja, übrigens, du kannst natürlich auch noch den Kanal hier eben abonnieren und die Abo-Glocke drücken. Wäre ich mega happy drüber. Dann wirst du nämlich informiert, sobald es so spannende Videos zum Thema Qigong, Gesundheit und Entspannung gibt. Also, legen wir los. Warum wird in so vielen Qigong-Richtungen Enthaltsamkeit geübt? Und ich will ja jetzt nicht länger darauf eingehen, bei den vielen hundert Qigong-Richtungen, die es gibt, die völlig unterschiedlich ausgeprägt sein können, gibt es durchaus Qigong-Richtungen, wo man sagt, die sind eher klösterlich und da wird darauf bestanden, dass man wirklich ein Leben lang asketisch lebt. So wie bei den Katholiken das Zölibat. Das gibt es auch im Qigong in einigen Klöstern, dass man sich dieser Übung ein Leben lang verschreibt. Aber man würde nicht sagen, weil es etwas Unreines ist oder weil man sich einfach nur Gott widmet oder so. Gott gibt es ja erstmal in dem Sinne im Qigong nicht im Vordergrund, sondern erstmal im Vordergrund ist die Übung, die Verbindung zur Natur. Und da würde man sagen, Enthaltsamkeit wäre etwas, was wir nutzen, weil wir, wenn wir Sex haben als Mann und Frau, Jing verlieren oder abgeben. In Form von Samen beim Mann, in Form von Scheidenflüssigkeit bei Frau und dadurch Jing, Lebensessenz, Energie verlieren oder abgeben. Verlieren ist kein schönes Wort, aber abgeben. Und dass es einen besonderen Effekt hat, wenn wir da einmal Stopp drücken und diese Kraft, diesen Trieb sozusagen unterdrücken, aber nicht unterdrücken im Sinne von wegdrücken, sondern halten im Innern, um mit dieser Kraft zu arbeiten, um diese Kraft zu lenken, zu leiten. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, wo ich jedem Fortgeschrittenen mal empfehlen würde, das mal zu probieren. Auch dazu eignet sich klassisch die 100-Tage-Übung. Mein Meister, wieder Info von ihm, wer ernsthafter Qigong Wudang Schüler ist, sollte mindestens seiner Ansage nach einmal im Leben 100 Tage lang am Stück asketisch gelebt haben, enthaltsam gelebt haben und dabei Qigong-Übungen gemacht haben, um zu erfahren, was das ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was da anders läuft, wie dann überhaupt der Körper anders arbeitet, wie die Qigong-Übung sich dadurch verändert. Und die ist echt anders in dieser Zeit. Spätestens nach ein paar Tagen wird das wirklich ersichtlich. Und es ist wirklich auch eine Prüfung. Es ist eine Art von Disziplin. Es ist eine schwere Disziplin, die den Geist schult, dass man letztendlich seinen Geist unter Kontrolle hat und letztendlich sich schult, dass wenn du erkennst, dass etwas schädlich oder gut ist, hat nichts mit Sexualität erstmal zu tun, nur Einflüsse, dass du die Kraft hast, zu sagen, hier stopp oder hier öffne ich mich. Dass du selber das entscheiden kannst und nicht einfach von Impulsen gesteuert wirst und kontrolliert wirst und fühlst dich wie ein Blatt im Wind, was einfach von Trieben gesteuert wird. So dass du sozusagen ein Gefühl von Freiheit entwickeln kannst. Aber wie gesagt, immer nur zeitlich begrenzt. Ich habe nie von meinem Meister gehört, dass man das ein Leben lang praktizieren sollte, sondern halt, man sollte wissen, wie es funktioniert, um im Bedarfsfall zu sagen, jetzt lege ich mal so eine Zeit ein, ein paar Tage, ein paar Wochen oder so weiter. Oder zum Beispiel vor Energiemassagen, Energieabgaben, im Regelfall 3 Tage lang vorher Enthaltsamkeit üben, um diese Kraft im Innern zu sammeln und sich nicht selbst zu schädigen. Und das kann ich auch voll unterschreiben. Ich war da auch schlechter Schüler und kenne beide Varianten. Einmal mit 3 Tage Enthaltsamkeit und einmal ohne. Und es ist wirklich ein Unterschied, wie man selbst dann so eine Energieabgabe, Energiemassage, die man gibt als Qigong-Lehrer, als Qigong-Therapeut. Das ist ein Riesenunterschied, wie es dann danach die Nachwirkungen sind. Das heißt, wenn man vorher zu viel Jing, sexuelle Energie, abgegeben hat, Sex hatte, dann kann das dazu führen, dass man dann danach nach so einer Energieabgabe 1, 2, 3 Tage flach liegt und total sich fertig
fühlt. Daher, wenn du sowas mal später vorhaben solltest, dann ist Enthaltsamkeit auch noch ein wichtigeres Thema. Aber ansonsten, wie gesagt, fühl dich frei, es auszuprobieren, damit mal zu arbeiten, einfach als Forschungsobjekt, wie du darauf reagierst, wenn du Lust hast. Und schreib mir das auch gern in die Kommentare rein. Wichtig ist für mich nur noch mal unterm Strich zu sagen, bei der Enthaltsamkeit im Qigong geht es in unserer Wudang Nei Dan Gong Schule nicht darum, Sexualität schlecht zu machen, zu unterdrücken oder zu sagen, das ist unrein oder so, oder irgendwelche sexuellen Gesinnungen auszuschließen oder auszugrenzen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern nur wieder herauszufinden, was genau, wie funktioniert Sexualität und was genau passiert, wenn ich enthaltsam übe. So, stärkt das meine Übung, schwächt das meine Übung? Und ich würde dir raten, finde es heraus. Es lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr spannend. Ich würde diese Übung aber nicht machen, wenn du gerade in einer totalen Umbruchsphase im Leben bist und du hast es eh schon jeden Tag sehr schwer mit deinem Alltag. Dann würde ich mir diesen Kampf nicht noch zusätzlich gönnen, sondern eher, wenn du gerade, wenn dein Leben gerade in etwas ruhigeren Gewässern verläuft, dann würde ich so eine Übung geben, weil die ist durchaus zum Teil sehr fordernd, diese Übung. Und zum Teil wird Sexualität natürlich auch als Entspannung genutzt. Also das ist auch eine Entspannungsmethode, wie du sicherlich weißt und dir denken kannst. Und wenn du das einfach weglässt, du hast aber noch nicht andere Methoden, um dich richtig gut zu entspannen und hast gerade viel Stress im Leben, dann kann das auch dazu führen, dass es dir dann nicht gut damit geht mit der Übung. Daher im Zweifelsfall prüf dich selber nochmal nach, ob du bereit dafür bist, ob du das Vertrauen hast, dass du das schaffst. Und dann leg los und probier es mal aus. Also, so viel zum Thema Qigong und Enthaltsamkeit für heute. Vielleicht gehen wir darauf später in anderen Videos nochmal näher ein. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Oder wenn du selber schon Erfahrungen hast damit, mit Enthaltsamkeit und solchen Übungen wie Yoga oder Qigong, schreib es auch gerne rein. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder, hoffentlich. Bis dann, ich freue mich auf dich. Ciao.